Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Erklärungsvideo meinerseits. Und zwar habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig die Frage bekommen, warum ich denn auf Arch Linux umgestiegen bin und nicht mehr Linux Mint benutze. Und dazu kurz eine Erklärung. Also als erstes hatte ich natürlich Windows, wie wahrscheinlich jeder von euch. Das ist irgendwie so der Standard gewesen. Dann bin ich umgestiegen auf Linux, weil Windows ständig abgekratzt ist. Seitdem habe ich Windows und Linux im Dualboot, weil ich auch ganz gerne mal am Zocken bin. Und ich hatte als erstes Linux-Betriebssystem ein Linux Mint, weil es super einsteigerfreundlich ist und super einfach zu installieren, alles mega easy und auch wirklich angenehm zu bedienen ist und alles. Ich habe immer noch die Oberfläche von Linux Mint, also ich habe wieder Cinnamon genommen, was ich damals auch schon benutzt hatte, weil mir die Oberfläche einfach wirklich gut gefällt. Und also bei Arch Linux ist es so, man kann sich alles selbst konfigurieren. Man kann sich entscheiden, welche Oberfläche, also welche grafische Desktop-Oberfläche man benutzt. Da gibt es mehrere zur Auswahl. KDE, GNOME, Unity und eben Cinnamon. Und für Cinnamon habe ich mich jetzt auch wieder entschieden. Aber der Grund, warum ich von Linux Mint umgestiegen bin auf Arch Linux, ist eigentlich hauptsächlich der Update-Grund gewesen. Also ich hatte auch ein paar Programme, die nicht mehr richtig gelaufen sind auf Linux Mint. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, dann steige ich doch einfach mal komplett um. Und ja, Arch hat folgendes Update-System. Wenn ein Update für zum Beispiel meine Aufnahmesoftware rauskommt, dann wird das, sobald es stable ist, tatsächlich auch den Usern zur Verfügung gemacht. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach updaten und sofort kriege ich von allen Programmen meine Updates. Würde man denken, das macht jedes Linux so? Nein, ist nicht ganz so. Sicherheitsupdates sind da, glaube ich, eine Ausnahme, die kommen sofort. Aber im Normalfall habt ihr eigentlich, oder für Ubuntu und Linux Mint, was auf Ubuntu basiert, ist es so, dass die Update-Zyklen fest sind. Das heißt, wir haben immer alles halbes Jahr, glaube ich, ist ein großes Update. Das heißt, da kommt einfach alles und dann ist wieder neues großes Update das nächste halbe Jahr drauf. Und da wird dann jedes Mal alle Software aktualisiert. Also quasi nicht am laufenden Meter, sondern immer nur jedes halbe Jahr. Bei Ubuntu oder Debian ist es, glaube ich, sogar noch langsamer. Und das hat mich ein bisschen genervt, beziehungsweise nicht genervt unbedingt, aber es hat mich so ein bisschen eingeschränkt. Ich wollte immer die neuesten Sachen haben, ich wollte immer den neuesten Shit ausprobieren und dafür habe ich mir dann gedacht, okay, ich möchte jetzt ein Rolling Release und das ist genau Arch Linux im Prinzip, also nicht nur Arch Linux, aber Arch hat ein Rolling Release Prinzip, so nennt sich das, sprich man hat automatisch schon immer die neuesten Updates, wenn man hier updatet. Und am Anfang dachte ich mir, Mensch, dieser Packet Manager ist irgendwie nicht so geil. Ich zeige ihn euch gerade mal ganz kurz. Pacman-S und dann kann ich irgendwas installieren, zum Beispiel, keine Ahnung, Firefox oder sowas. Also am Anfang, Arch Linux ist natürlich zum Einrichten nicht ganz so geil, weil wirklich nichts vorinstalliert ist. Ihr müsst wirklich alles mit der Konsole selber installieren, daher wirklich nichts für Anfänger. Die Installation ist aber durchaus gut dokumentiert, das heißt, man kann sich da quasi an einem Guide entlang hangeln und daher geht es wirklich auch gut. So installiere ich quasi neue Software. Ihr erinnert euch, bei Ubuntu bzw. Linux Mint ist es apt-get install und dann Firefox, also eigentlich nicht viel anders. Der Trick ist jetzt allerdings hier, und zwar hat man noch was anderes als nur Pacman. Man hat auch was für Userquellen. Das Ding nennt sich Yaurt. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Das sind im Prinzip diese User-Paketquellen, die nicht offiziell in den Repositories von Arch drin sind. Aber hier ist dann sofort alles quasi verfügbar. Also ich habe zum Beispiel mal für Bitcoin bzw. Zcash war es damals, habe ich ein bisschen mal angefangen zu minen und bei Ubuntu war es tatsächlich ein mega Problem, das Ganze zu installieren. Erstmal musste ich irgendwie CUDA installieren, dann musste ich, dann musste ich den neuesten Grafikkartentreiber in meine PPAs einfügen, damit ich auch wirklich den von Nvidia bekomme und nicht irgendwie den inoffiziellen Treiber von Nvidia. Und bei Arch war das einfach, das eingeben und dann schon wieder oder Pacman eingeben, minus S install und dann ist es da. So, und vor allem bei dem Miner an sich, da musste man eigentlich alles selbst kompilieren. Während bei Arch ist es einfach so gewesen, NHEQ Miner und fertig. Und das hat mich wirklich ziemlich beeindruckt. Also hier ist quasi einfach alles verfügbar. Da kann man super einfach irgendwelche Sachen installieren. Im Prinzip alles, was es auf GitHub gibt oder auf Git irgendwo gibt, kann man mit Yaurt als Paketquelle benutzen. Oder ja, als Paketquelle im Endeffekt schon. Gut, und das hat mich wirklich beeindruckt. Deswegen dachte ich mir, Mensch, irgendwie cool. Ich probiere das jetzt mal aus. Installation hat relativ easy bei mir geklappt. Ich musste ein bisschen was mit meinem Router, habe ich mich ein bisschen rumgestritten. Aber der hat mich dann am Ende auch akzeptiert. Und dann lief eigentlich alles super. Und wenn man sich dann auch eine grafische Oberfläche installiert hat, dann hat man eigentlich alles relativ easy.
Und das Schöne, wie gesagt, ist, man hat ständig neue Updates. Das heißt, ich habe immer die neueste Version von zum Beispiel Wine, was bei Wine vor allem relativ wichtig ist, da ja jede Version wirklich ein großer Fortschritt immer ist. Ich habe quasi jede einzelne Unterversion und immer weiter und immer so fort. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, deswegen habe ich mich für Arch entschieden. So, ich hoffe, die Frage ist damit natürlich auch geklärt. Wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, dann dürft ihr mir natürlich gerne wieder mal Kommentare schreiben. Und wenn die Frage sehr, sehr häufig kommt, dann mache ich dazu auch nochmal ein extra Video. Gut, alles klar, dann war es das von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.